يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister, kommen wir heute zu einer weiteren Überlieferung. So heißt es von Uqbat ibn Amir, der edle Gefährte, radiallahu anh. Er sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول. Also jedes Mal, wenn ein Muslim sein Wudu verrichtet auf die beste Art und Weise, also es vollständig macht und aufpasst, die ganzen Stellen sorgfältig zu waschen, ohne irgendetwas auszulassen, wer das macht und danach sagt, ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, also der bekannte Gedenkspruch nach dem Wudu, was passiert danach? إلا, außer dass Folgendes passiert, فتحت له أبواب الجنة الثمانية, so werden ihm alle 8 Tore des Paradieses geöffnet, يدخل من أيها شاء, er darf eintreten, von welcher er auch möchte. Ebenfalls in überliefert in Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, Musnad von Imam Ahmad und anderen. Also hast du hier 2 Bedingungen. Erstens, verrichte dein Wudu richtig und vollständig. Und zweitens, spreche diesen Dhikr aus, auf dass du diese großartige Belohnung bekommst. Mag sich einer fragen, wieso bekommt man so eine gewaltige Belohnung für so eine kleine Tat? Die Antwort darauf gab der Prophet selbst, sallallahu alaihi wasallam, weil man oft vergisst. Wie oft verrichtest du Abdes und gehst ins Gebet einfach hinein, ohne diesen Gedenkspruch zu sagen. Deswegen merke dir das. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies eintreten lassen und uns aussuchen lassen, durch welches Tor wir eintreten möchten. Hadha wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alameen.